Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der gestrige Tag hat viele neue Entwicklungen im Hinblick auf das Coronavirus gebracht, nicht nur im Baunatal, auch im ganzen Land Hessen. Und ich habe heute mit meinem Stab getagt und wir haben uns als Bürgermeister im Landkreis Kassel mit dem Landkreis gemeinsam hingesetzt und Empfehlungen erarbeitet, die wir jetzt auch gemeinsam umsetzen. Das oberste Ziel von uns ist es, dass wir so weit wie möglich Vorsichtsmaßnahmen gelten lassen. Und deshalb fragen Sie sich bitte, ob Sie wirklich jeden Gang gehen müssen. Alles das, was Sie jetzt nicht dringend im Rathaus erledigen müssen, da bitten wir Sie ganz herzlich, verschieben Sie das. Und bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie da, wo Sie sind, kommen Sie nicht ins Rathaus. Wir haben die Verfügung des Landes Hessen bekommen hinsichtlich der Schließung der Kindertagesstätten. Auch die setzen wir natürlich um. Und wir werden eine Notbetreuung organisieren für ganz bestimmte Berufsgruppen. Das Land Hessen hat sehr genau aufgezählt, dass sogenannte systemrelevante Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Feuerwehrleute, Polizisten und andere Bereiche, eine Notbetreuung für ihre Kinder bekommen. Alle anderen Berufsgruppen aber eben auch nicht. Sie finden diese ganzen Infos auf unserer Homepage, auf dem Baunatal-Blog, aber auch auf der Seite des Landkreises Kassel. Und wir werden natürlich in der BN auch darüber berichten. Ich habe eine ganz herzliche Bitte an Sie alle. Seien Sie weiter achtsam mit sich und nehmen Sie auch die Hygieneregeln ernst und gucken Sie auch weiter nach Ihren Nachbarn, nach den Älteren, nach den Kranken. Und es wäre gut, wenn wir es im Baunatal schaffen, dass wir auch wieder ein Stückchen mehr auf uns gucken und dass wir denen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe geben. Also gucken Sie auf die Familie, gucken Sie auf die Nachbarn, gucken Sie auf die Freunde, dass wir einander helfen und achtsam sind. Und dann schaffen wir auch diese Zeit. Ihre Silke Engler.